ersten Verleihung der Giordano-Bruno-Stiftung hier in der schönen Aula der Universität Frankfurt. Mein Name ist Carsten Freert. Als einer der Kuratoren der Stiftung habe ich die schöne Aufgabe übertragen bekommen, Sie durch diesen Abend zu geleiten. Dazu begrüße ich auch die Vertreter säkularer Verbände, wie den Kommunistischen Verband Deutschlands, den Bund für Geistesfreiheit, den Internationalen Bund der konfessionslosen Atheisten, die Humanistische Union, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, die Deutschen Brights und die Laizisten. Ein herzliches Willkommen auch an die Fördermitglieder der Giordano-Bruno-Stiftung, die sehr zahlreich nach Frankfurt gekommen sind. Ich sage Fördermitglieder aus Österreich und aus der Schweiz, die also einen weiten Weg auf sich genommen haben. Die Fördermitglieder hatten die Gelegenheit, vor dieser Veranstaltung mit den anwesenden Mitgliedern des Beirates, und zwar des künstlerischen wie des wissenschaftlichen Beirates, zu plaudern und sich kennenzulernen. Auch Sie, liebe Kollegen des Beirates, möchte ich herzlich begrüßen. Es ist mir nun eine besondere Freude, einen Schriftsteller, Dichter und Forscher unter uns begrüßen zu können, dessen Namen Sie sicherlich alle kennen. Lieber verehrter Karl-Heinz Teschner, herzlich willkommen. Und schließlich, last but not least, habe ich die besondere Ehre und das ausgesprochene Vergnügen, unseren hochgeschätzten Ehrengast begrüßen zu dürfen, Richard Dawkins. Dear Professor Dawkins. Dear Professor Dawkins, it is a great pleasure for me to be allowed to welcome you in the name of the Giordano-Bruno Foundation. Welcome in the secular community. Zur Stiftung selber sagen. Ricardo Heinz, der mir diesen wunderbaren Trailer, wie man ja sagt, diesen Film über die Giordano-Bruno-Stiftung verdanken. Hat die wenigen Jahre passieren lassen, in denen bereits so viel geschehen ist. Und sie hat verdeutlicht, dass eine Stiftung auch durch die Menschen lebt, die dort tätig sind. Wenn wir die Giordano-Bruno-Stiftung mit einem Organismus vergleichen, dann kennen die meisten von Ihnen sicherlich bereits den Kopf der Stiftung, Michael Schmitz-Ahn. Ich möchte nun diese öffentliche Gelegenheit benutzen, wir sind ja noch im Vorprogramm, um mich im Namen vieler bei den Menschen zu bedanken, denen ich als das Herz oder auch als die Muskeln der Stiftung bezeichnen möchte. Ohne seinen Mut, sein Engagement, seine Selbstlosigkeit und auch seine finanziellen Aufwendungen wären wir alle heute nicht hier und nichts von den vielen der vergangenen Jahre hätte sich realisieren lassen. Ich möchte Sie hiermit um einen herzlichen Applaus bitten für Herbert Steffen. Des Preises ein lebendiger Mensch ist, der unter uns weilt und dem wir noch viele weitere Lebens- und Schaffungen wünschen. Nun zu dem Programm, das ihr erwartet. Beginnen wir Dr. Michael Schmitz-Salomon, der uns die Begründung der Stiftung vortragen wird, warum aus Sicht der Stiftung Richard Dawkins der erste Preisträger des Deschnitz-Preises ist. Danach wird Dr. Karl-Heinz Teschner zu uns sprechen
und uns an seinen Gedanken teilhaben lassen. Anschließend wird Professor van Fucketits die Laudatio vortragen und aus wissenschaftlicher Sicht begründen, warum Richard Dawkins den Preis erhält und verdient. Und schließlich will Professor Dawkins selber zusprechen. Beginnen wir also. Ich darf den Vorstandssprecher der Donald-Bruhne-Stiftung bitten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre und Freude, an dieser Stelle für den Vorstand der Giordano-Bruno-Stiftung begründen zu dürfen, warum der mit 10.000 Euro dotierte Deschner-Preis an den britischen Evolutionsbiologen, Zoologen und Religionskritiker Richard Dawkins geht. Wie Sie wissen, wird dieser Preis für herausragende Leistungen im Dienste von Humanismus und Aufklärung im Rahmen des heutigen Festakts das erste Mal vergeben. Umso wichtiger war es uns natürlich für diese erste Preisvergabe, einen Kandidaten zu finden, der den Geist und die Zielrichtung der Giordano-Bruno-Stiftung in optimaler Weise repräsentiert. Angesichts dieser anspruchsvollen Ausgangslage hätte man eigentlich erwarten dürfen, dass die Debatte um einen geeigneten Kandidaten Stiftungskreis zu hitzigen Diskussionen.